Metal-Leute, Servus und ein Aua. Meine Hand. Ja, jetzt ist es die rechte, nicht mehr die linke. Die linke hat zwar auch noch ein bisschen ihre Macken, wobei sie jetzt mittlerweile schon vernarbt ist, aber ich habe dafür jetzt am linken, genau hier, tut es mir auch weh. Und ich habe dreckige Fingernägel. Also, es geht heute um mehrere Themen. Es ist jetzt mehr ein Vlog als ein Video als solches. Aber ich werde es trotzdem mal noch zu dem Thema ein bisschen benennen, irgendwie titeltechnisch, damit ihr wisst, um was es auch geht. Fakt Nummer 1, ich möchte über ein paar Kommentare sprechen, die wir im Video haben. Ich möchte über das Video sprechen, das wir eigentlich machen wollten am Wochenende. Es ist jetzt Freitagabend und ich werde kurz mal was anreißen, das mache ich jetzt gleich am Anfang vom Video, was gerade schon wieder los war bei mir. Und dafür auch am Montag schon Aufnahmen habe, weil ich da eben eigentlich ein Video gemacht habe. Im Prinzip das Video hier. Genau. Habe mich hier hingesetzt, ganz normal, so wie jetzt. Wobei ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass draußen wieder Idioten herumrennen, die mir mit Steinen gegen mein Haus werfen. Und ich bringe schon wieder auf dumme Ideen. Also, und das Problem ist, dass ich trotzdem mein Video machen wollte, weil ich euch gesagt habe, ich mache meine Videos und so und ich möchte das auch machen. Jetzt habe ich gestern noch ein Auspackvideo rausgeballert, deswegen, ja, und aus vielen anderen Gründen. Immer rote Augen. Ich schlafe am Tag, vor allem jetzt, wo es wieder auf Frühling, auf Sommer zugeht, ja, schlafe ich bloß ungefähr 5 Stunden am Tag, vielleicht auch nur 4. Das heißt, ich habe immer rote Augen. Das ist bei mir völlig normal. Es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie geheult habe. Es hat nichts damit irgendwie zu tun, dass ich irgendwie keine Ahnung habe. So, und wer jetzt wieder daherkommt, hast du wieder geheult? Dann solltet ihr euch vielleicht mal in den Kopf rufen, dass wenn ich wirklich geheult hätte, euch das auch sagen würde oder zeigen würde. Weil gut, deswegen fangen wir jetzt mit dem Thema an. Ich werde dieses Videoformat nicht weitermachen. Ich möchte dazu aber auch kurz erklären, warum. Zum einen, also es hat mehrere Gründe, die aber alle aufs Gleiche hinauslaufen. Der Hauptgrund dafür ist, wie ihr euch schon denken könnt, weil ihr eben keine Initiative gezeigt habt. Kurz überlegen müssen, wie das Wort heißt. Ihr zeigt halt eigentlich nur Initiative für dieses Format. Und ich sehe nicht ein, warum ich mich hinsetzen soll, mir den, ich sage das immer ungern, weil dann lachen sich immer alle drüber lustig, mir auf gut Deutsch den Arsch aufreiße dafür, dass das Video kommt, dass ich das Video hingerichte, dass ich das Video mache. Und letzten Endes kommt von euch absolut null Initiative, obwohl es eigentlich ein Format ist, das ich für euch mache und vor allem mit Themen, die euch auch interessieren. Wenn ihr euch überhaupt nicht dazu äußert, dann okay. Also es gab halt lauter Leute, die, also es gab halt fast nur Leute, die sich auf Sachen, ja, machen wir das und das Thema oder das und das Thema. Die haben anscheinend nicht begriffen, dass ich 3 Themen vorgeschlagen habe und dass ihr nur zwischen diesen 3 Themen wählen konntet. Es gab 3, 4, 5 Leute, die das gemacht haben und ein paar mehr, die dann das noch geliked haben. Aber das Dumme ist daran jetzt wiederum das gewesen, dass das so ausgeglichen war und dass das so verstreut teilweise in den Kommentaren war, dass ich teilweise die gar nicht gefunden habe. Also es sind viele Kommentare gewesen, das muss man sagen, es sind echt viele Kommentare gewesen, es sind 1490, 1500 Kommentare gewesen, das sind wirklich sehr viele bei mir, also sogar bei mir sind es sehr viele. Es macht halt einfach den Eindruck, als hättet ihr überhaupt keinen Bock da drauf gehabt und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Lust, mir den Arsch dafür aufzureißen, wenn ihr selbst keinen Bock habt, weil es macht keinen Sinn, das ist... Ich habe da genauso wenig von wie ihr. Wenn ihr keine Lust darauf habt, dann lassen wir das. Dann überlege ich mir was anderes. Wobei wir bei einem weiteren Thema sind. Aber besser gesagt, erst einmal beim weiteren Kommentar. Und zwar gab es einen Kommentar, da muss ich jetzt zustimmen, du hast recht. Aber vermutlich aus einem anderen Grund, als du gedacht hast. Ja, es war ein Kommentar, der meinte sowas wie, ja, kommt ja sowieso wieder kein Video dazu. Es war sowieso bloß nur die Ankündigung. Und du hast recht. Bedauerlicherweise ist es im Laufe der Zeit nicht einmal, nicht zweimal, sondern sehr viele wiederholte Male dazu gekommen, dass ich euch versuchen will, in meine Videos mit einzubinden. Ihr seid die Zuschauer, ihr seid diejenigen, für die ich die Videos mache. Ihr seid auch diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass ich in den letzten Jahren, wenn ich jetzt sage, den Verstand behalten oder Verstand, weiterhin noch hab, quasi, dann lachen wahrscheinlich viele, hast du gar keinen Verstand. Aber das ist letzten Endes die Sache. Ich mache die Videos für euch. Das war noch nie anders. Das habe ich euch auch schon, ich weiß gar nicht, wie oft gesagt.
Kurzum, es wird jetzt also wahrscheinlich kein Video zu den Themen geben. Ich werde schauen, ob ich vielleicht doch ein Video zum Thema Drachen mache, weil das hat sich eben angeboten und viele meinten ja, also so ein paar meinten halt, ja, die möchten das halt. Allerdings gab es da auch wieder so Unstreitigkeiten. Es gab welche, die wollten Videos zum Thema Drachen in Filmen, andere wollten Drachen in Spielen und es gab sogar ein paar, die wollten die Drachenunterschiede, also der Drachenklassifizierung in Unterschiede haben, wie Wyvern, Worms, europäische, asiatische und so weiter. Genau. Und das ist halt letzten Endes ein bisschen der traurige Aspekt daran. Ich werde mit euch nicht draußen rumlaufen. Das war auch ein Kommentar. Und er meinte, ja, warum machst du nicht mal wieder Laufvlogs? Ich mache die Laufvlogs aus dem Grund nicht mehr, weil wenn ich das gemacht habe, hat es die Hater verstärkt hergezogen. Und es gibt ein bisschen verschiedene Aspekte, wie ich die Hater manipulieren kann. Die Hater glauben das zwar immer nicht, aber ich habe das schon öfter festgestellt, dass ich die Hater in gewisser Weise manipulieren kann, auf verschiedene Aspekte hin. Und wenn mir irgendwas nicht passt, dann muss ich es nur ein bisschen geschickt anstellen und ich kann die Hater so manipulieren, dass ich meinen Willen kriege. Ganz klarer Fall. Und da will ich auch, wie gesagt, noch etwas machen aus diesem Video hier, wo ich im Vorvideo aufgenommen habe oder wo ich schon aufgenommen hatte, wo diese Idioten vor meiner Haustür standen. Wieso Akku aufladen? Der Akku war doch voll. Egal.